Seid gegrüßt und willkommen zur 15. Episode meiner Shortest Trip to Earth Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Das Schiff ist zusammengebaut, also zusammengestellt mit den ganzen Modulen und wir starten. Tada. So, Sektor 3 kennen wir ja, bla bla bla, die Erdallianz. Wir müssen halt hier Metall finden. Ach ja, wir wollten ja jetzt hier die ganzen Module uns anschauen. So, Nuke ist nicht drin. Barrel Nuke. Kann das irgendwie rausnehmen? Scrap Store Move. Okay, ich muss mir erstmal anschauen, wie die ganzen... wie das Schiff hier aufgebaut ist. So, hier ist die Raketenplattform. Es geht. Hier ist unser Treibstofftank. Point Defense finde ich gut. Oh, hier ist noch ein Tube. Ich könnte auch direkt beide benutzen. Stimmt wohl. Dann könnte ich da das Ding reinbauen. Na, ich schaue mir das nochmal eben an. So, ein Exotics-Container, der kaum gefüllt ist. Hier haben wir Platz für Sprengstoff. Ein Minenlaser. Am Anfang haben die ja eigentlich ganz gut geholfen. Oh, wir haben mehrere Groweries. Oha. Hier können wir Lebensmittel speichern. Wobei, das ist vielleicht doch eine gute Strategie, wenn ich die Leute nicht in Kälteschlaf versetze. Ich mache auf Pause, sondern schaue, dass ich hier Nahrungsmittel herstelle. Plus 1, plus 1. Plus 8? What the fuck? Warum ist hier plus 8? Weil hier einer drin steht und sonst machen die nur plus 1 oder wie? Och, wie cool. Das ist ja echt gut. Okay, zwei sind an den Waffen. Oh, wie mache ich das denn? Genau. Ich mache es folgendermaßen. Wenn wir jetzt nicht kämpfen. Oh ja, das mache ich, dass ich alle Leute... Du bleibst hier dran, genau. Was machst du? Du gehst erstmal hier an so ein Ding. Du hast nämlich nichts zu tun. So, Point Defense. Oh, Escape ist nicht die gute Taste, die man benutzen sollte in dem Spiel, um Sachen abzuwählen. Okay, du stehst hier am Point Defense. Ist zwar wichtig, aber im Moment nicht ganz so wichtig. Obwohl, bleib mal eben da. Vielleicht soll ich erstmal die Waffen bestücken. Okay, du bist hier am Schildgenerator. Zwei an Kanonen, hier an den Lasern. Point Defense unbesetzt, wie es aussieht. Ich habe gerade irgendwen weggeschickt. Also du gehst... Na doch, du bist ganz gut im Schießen, wie es aussieht. Turret. Ach so, Ausweichrate. Okay, zwei auf der Brücke. Wie viel passen hier drauf? Duo, okay. Du bist an der Waffe. Du bist am Warp Drive. Du bist am Schildgenerator. Point Defense, was haben wir hier? Ach, Raketenplattform. Was ist das hier? Ist das ein Ofen? Ach, das ist ein Display, wie es aussieht. Okay. Noch ein Point Defense. Okay, dann kommen alle, die jetzt hier noch drin hocken. Oh, Moment, ihr seid... Oh, ihr seid diese Drohnen. Oh, oh, und ihr könnt keine Waffen bedienen. Schade. Okay. Ja, vielleicht passt das ja... Ja, okay. Dann lassen wir das so. Dann speichern wir das ab als das hier. Ist quasi für friedliche Zeiten. Ne, Moment, nicht für friedliche Zeiten. So rum. Bestätigen. Das hier ist für das hier, genau. Und jetzt hole ich die Leute alle raus. Und lasse sie hier arbeiten. Da, 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 da. Und dann da noch einer. Und da. Oh, dann passt das ja ganz gut, dass ihr alle ziemlich nah dran seid. Aber ich schaue nochmal wegen der Module, was wir noch einbauen können. Oh, das Labor. Moment, wir hatten doch einen Wissenschaftler. Okay, du bist im Warp Drive. Schildgenerator. Okay, wir bauen dieses Labor mal ein. Hier. Mini-Growery bauen wir hier noch ein. Krankenstation hier. Schildgenerator, Schildbatterie. Plus 7. Plus 9. Okay.
Und das Nuke-Ding wollte ich auch noch bauen, genau. Wie baue ich das denn jetzt zum Nuking-Slot? Nuke-Slot. Okay, wir brauchen Exotics. Oh, voll viel Metall. Nee, oh, dann lassen wir das aber. Okay. Vielleicht doch keine Krankenstation. Sondern ein Schildgenerator. Schildgenerator, Batterie, genau. Sorry, Leute, so. Wir sind bereit, denke ich, um loszufliegen. Okay. Wir sind... Wo sind wir überhaupt? Hier ist der Eingang. Ernsthaft, wo sind wir? Doch, wir sind am Eingang, okay. Anel, okay. Wir fliegen mal hier zu diesem Planeten. So, hier finden wir wahrscheinlich irgendwelche Metalle. Oh, ein Riss ist hier drin. Wir könnten da was finden, genau. Kostet uns, also hat uns schon mal 10 Treibstoff gekostet. Wir können natürlich eine Minenoperation losschicken. Wie heißt denn Mining auf Deutsch? Wie kann man das sinnvoll übersetzen? Eine Ausgrabung? Ausgrabung klingt so nach Forschung. Bergbau, Operation, so. Das ist ein besseres Wort, genau. Es kostet aber 70 Synthetics. Ja, wir gucken mal, was wir daraus kriegen. Ich hoffe, keine Verletzten. Oh nein, seismische Aktivitäten und wir bekommen nichts. Wir verlieren sogar noch Treibstoff. Gut, wir suchen dann mal eine Raumstation. Genau. Wir gehen mal alles hier durch. Das kennen wir ja schon von anderen Episoden. Genau, wir sollen das Metall suchen. Wir könnten schon etwas abgeben. Bevor wir zu viel verlieren. Okay. Ja. So. Nimm alles, was du brauchst. 440. Brauchst du noch. Gut. Dann fliegen wir weiter und suchen nach... Ach so, das Anel war für Analyzing. Gut. Denn der Planet heißt Jonrs 1. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Jonrs 1. Wir schauen mal, was es hier gibt. Hier könnte es Metalle geben. Ja, gucken wir mal für 5 Treibstoff. Was gut ist hier auf dieser Map, sage ich mal, Treibstoff gibt es hier gratis von den ganzen Stationen. Und so können wir halt gut nach Mineralien, Metallen suchen. Aber hier wurde leider nichts gefunden. Oder es lohnt sich. Aber wir haben einen Satelliten gefunden, der inaktiv ist, der den Planeten umkreist. Wir haben dort noch etwas abbauen können. 10 Metall, 15 Synthetics und Xenodata, also Credits hier in dem Spiel. Wir fliegen... Oh, nicht da rein. Das sind ja Asteroidenfelder. Der 10. Planet? Okay. Ein bewohnter Planet. Oho. Eine Anarchistenkolonie. Eine fortgeschrittene Zivilisation mit mehreren Spezies. Aber alles Anarchisten. Die sind bekannt in der Galaxie, aber meistens, weil sie... Okay. Also die sind, ja, nicht so gut organisiert. Wir treffen sie trotzdem mal. Oh, die mögen uns aber. Und haben uns dazu eingeladen, auf dem Planeten, um Liebe zu machen mit den wahrscheinlich Prostituierten, die es dort gibt. Was? Warum hatten der... Wir haben einen Crewmember verloren. Oh. Die leben in unter Kuppeln und die sind meistens von Kunst, Philosophie und anderen Formen der Liebe dediziert, also gewidmet, würde ich sagen. Das war alles sehr schön, nur dass ein Crewmitglied dort bleiben wollte. Aber die haben uns ein Exotic gegeben, was zu essen. Ziemlich viel, würde ich sagen. Und ein 30 Synthetics. Oh, was haben wir denn jetzt für ein Crewmitglied verloren? Oh Mann, wir schauen mal auf dem Schiff selber nach. Hier sind alle noch drin, hier auch. Hm.
Wer fehlt denn hier? Scheint ja nicht so wichtig gewesen zu sein. Ich würde sagen, der am Schildgenerator fehlt. Was ist das hier? Ach, die Katze. Ja, dann suchen wir weiter nach Metallen. Ah, ein Warp-Gate. Promyth-System. Ach, hier steht dran, wo es hingeht. Dahin. Schön zentral. Wir könnten dann ja quasi so. Wir gehen erst hier hin, dann hier, dann... Das ist alles irgendwie nicht so super, finde ich jetzt. Wir fliegen mal zu diesem Gasplaneten. Was haben wir da? Einen Gasplaneten. Wir analysieren. Ah, wir können hier Treibstoff abbauen. Was wir auch tun werden. Nichts passiert. Das sind die besten Sachen hier. Wir haben mehr Treibstoff gefunden. Ach so, von tieferen Atmosphärenschichten. Also wir könnten. Boah, Synthetics haben wir. Also dass wir dann Drohnen oder Roboter uns 3D drucken, die dann dahin. Nee, das ist zu teuer. Wir machen einfach mal so weiter. Hat das natürlich auch was gekostet, aber nicht ganz so viel, wie man hätte ausgeben müssen für den Rest. Aber wir haben Metall verloren, was nicht so super ist. Gut, dann fliegen wir mal zum Warp Gate. Und wir fliegen natürlich da durch. Warp Aale. Die Warp-Tiere sind eine kleine Herde von Weltraumaalen. Eine seltene, aber harmlose Kreatur. Die verlassen uns, nachdem sie ihre Neugier befriedigt haben. Und die Aufzeichnungen haben wissenschaftlichen Wert. 41 Credits bekommen wir dafür. Sehr schön. Aber wir wollten ja weiter nach Metall suchen. Promyth, schwarzes Loch. Fliegen erstmal zum... Oh, wir haben nichts zum... Reparieren. Da wir kein Metall mehr haben. Wir fliegen zum Gasplaneten. Promyth 8. Natürlich hat er auch wieder Treibstoff für uns, den wir abbauen können. Hat funktioniert. Sehr schön. Und wir fliegen zum Planeten mit Atmosphäre. Oh. Okay, hier gibt es ein Regenerationsmodul, was aktiv ist und die Bewohner hier benutzen es. Die sind nicht sehr intelligent und können nur die primitivsten mechanischen Werkzeuge benutzen. Oh, und das Modul funktioniert auch ganz automatisch. Sobald sich mal nähert, dann ist es halt an. Gut, wir können das Modul nehmen oder wir können abhauen. Oder das Modul hier lassen. Bin ich vielleicht mal gemein und nehme es mit? Gucke, was passiert. Ich nehme es mit. Jo, die Bewohner rennen weg, sobald wir dort landen. Wir nehmen es mit. Wir bauen es auseinander und nehmen es mit ins Mutterschiff. Haben wir in einem Tag geschafft. Ja, und die sterben jetzt. Wie ganz gewöhnliche Bewohner ohne so ein Modul. Wir haben ein neues Modul. Biogen 2. Und das ist doch ein besseres Modul, als wir schon haben. Würde ich mal so... Warum sehe ich den wieder? Da. Ich glaube, das ist doch langsamer. Oh, das ist langsamer als unseres. Crew, wir können, aber da können 10 drin geheilt werden. Okay, das ist der Vorteil. Wir nehmen es mit, packen es ein und wir wurden von einem Asteroiden getroffen. Wann? Ich möchte aber nichts darüber wissen. Gut, und weiter geht die Reise. Ein lebloser Planet. Eine ankommende Nachricht. Dieser Planet gehört dem Gull Prospect Incorporated, also eine Firma. Und wir werden angegriffen von der
Orbitalen Verteidigung. Wir können Raketen bauen. Wir haben, wie viele Explosives haben wir überhaupt? 190. Wir kämpfen so. Nee, wir machen für 20 was. So, wir haben einen Schwarm von billig gedruckten Langstreckenraketen gebaut. Und die Waffen konnten nichts dagegen ausrichten, aber die konnten ein paar zerstören, bevor sie das Ziel erreicht haben. Wir konnten einige zerstören, aber manche bleiben davon intakt. Ja, wir machen es nochmal so. So, ja, wieder derselbe Text. Oh, immer noch ein paar da. Wir riskieren jetzt unsere HP. So, 2 HP verloren, 5 Explosives. Das ist natürlich günstiger. Wir haben jetzt aber alle zerstört. Sehr gut. Promiv 9. Dieser leblose Planet ist bedeckt von. Ah, irgendein Metall, genau. Können wir abbauen. Natürlich nehmen wir mit. Kostet aber Treibstoff. Kein Problem. Wir haben 208 bekommen für 25 Treibstoff. Ein guter Tausch. Dann fliegen wir. Moment, wo sind wir überhaupt? In welchem Sektor? Genau hier mittendrin. Wir fliegen jetzt hier hin zum Gasplaneten. Vielleicht kriegen wir da wieder Treibstoff raus. Elemente gibt es hier. Okay, wir gucken mal. Macht bestimmt Schaden. Ja, 5 Hitpoints haben wir verloren, aber 138 Treibstoff. Gut, nun ist die Frage, durch das Warp geht zurück hierhin? Oder wir fliegen, ja, ich würde sagen, wir fliegen hierhin. Dann hierhin, 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 hierhin und dann wieder dahin. Und dann dahin, dahin. Irgendwie so. Doch, das halte ich für sinnvoll. Und hier ist auch eine Nachfüllstation. Obwohl, nee, wir fliegen hier oben lang. Können wir hier, 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 haha. Und dann von hier aus wieder hierhin und hierhin, hierhin, hierhin. Viel besser. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. Tada. So, was haben wir hier? Ein großes Asteroidenfeld mit hohem Wert. Wir fliegen mal rein. Keine Schäden. Gut. Ja, Risiko natürlich wieder. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Und wir bauen ab. Nichts passiert. 53 Metall. Yay. Und dann fliegen wir hier raus. Hier müsste irgendwas noch sein. Moment mal, wir schauen. Ach, hier so eine Nachfüllstation. Gut. Wir fliegen zum Planeten, Nachfüllstation dahin und wieder zu und weiter dann. Ankommende Nachricht. Ja, der Zugang zum Planeten wieder, bla bla. So, wir versuchen durch die Verteidigung durchzuschlüpfen. Oh, das klingt cool. Oh, wir haben es nicht geschafft. Wir wurden entdeckt, aber unser Gegenfeuer hat die meisten verteidigenden Systeme, also Satelliten zerstört. 2 HP hat uns das gekostet, 15 Metall, 15 Synthetics und 15 Sprengstoff, okay. Xena 2. Oh, wir können hier was abbauen von diesem Riss. Ja, das kostet allerdings was. Vielleicht kriegen wir mehr raus. 20 und 20 und ja, 4 Metall rausbekommen und ein Exotic. Sehr schön. Dann fliegen wir hier hin. Müssen aber echt mal gucken, dass ich das Schiff repariere. Unable. Was? Usable only in Repair Shop. Ach so, wir kommen da gar nicht dran. Full Repair. 150 Metall. 10 HP fehlen uns. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich würde es ja lieber an der Raumstation reparieren. Und das Ding ist offline, aber wir können alles sammeln, was wir finden. Okay. 159 Treibstoff. Alles klar. Auf zum Planeten. Xena 3. Wertlos für uns. Aber der heiße Mond könnte interessant für uns sein. Dichte Masse auf der Oberfläche. Vielleicht irgendeine. Ein Bauwerk, ein künstliches. Okay, wir gucken mal. Oh, ein unmarkiertes, also nicht eingezeichnetes Warenlager auf der Oberfläche. Schön. Nicht gut versteckt. 20 Lebensmittel, 160 Metall. Ich denke, wir haben das Metall zusammen. Sehr schön. Das heißt, wir können uns auf den Rückweg machen.
Ja doch, wir fliegen hier hin. Zwei Planeten. Ja, wir nehmen die Route, die ich vorher geplant habe. Fliegen hierhin, hierhin und hierhin. Oh, das wird gut. Vielleicht kommen wir dann sogar mit Plus Metall, also Metall raus, was wir extra haben. Noch sehr gut. Oh, natürlich werden wir jetzt angegriffen. Aber das muss ja auch mal sein. Ein sich näherndes Schiff, taktische Reichweite, ist, diese Schneckendinger wieder. Ja, wir kämpfen direkt. Das heißt, läuft die... Habe ich diesen Status ja eigentlich schon turned off? Okay. Wahrscheinlich durch... Ich hoffe, dadurch... Okay, habe ich das ja eigentlich gespeichert? Ich speichere mal. Confirm, ja. Und wir laden die Kampfstation. Oh, die Katze. So, was hat das gegnerische Schiff denn? Ein Schildgenerator, der vorne sitzt, okay. Wie viel Schild hast du überhaupt? 26. Energie 49 von 59. Ja, da weiß ich ja, was ich wieder angreifen werde. Nimm ich deine Reaktoren. Da ist einer. 17. Wo ist denn der Rest von... Ah, da. 20. Wie viel hast du nochmal? 59. Was ist das hier? Point Defense. Schildbatterie. Point Defense. Ich denke, ich werde keine Nukes gebrauchen. Schildgenerator. Also hier sind deine wichtigen Sachen. Gut. Oh ne. Nuke nicht losschicken. Oh, ich habe nur zwei Laser und die Raketenplattform. Aha. Stimmt ja. Also zwei. Drei. Ach komm, Raketenplattform darf doch angreifen. Vielleicht die Brücke. Ah, oder hier so. Oh, die Laser sind ja super. Oh, das will ich jetzt sehen. Oh, die wurden alle zerstört? Schade. Okay. Vier greift doch nicht an. Wie mache ich das Ding denn? Ich mach's einfach aus, genau. Komm, wir müssen den Schild doch durchkriegen. Oh, das Schiff ist aber doch nicht so toll wie vorher gedacht. Wir fliehen voll... Oh, scheiße. Wir müssen die Raketenplattform doch noch nutzen. Um dann unseren Nuke durchzukriegen. Schade. Jetzt muss ich aufpassen. Wann das Ding schießt. Und dann muss ich zeitgleich meinen Barrel Nuke losschicken. 8 Sekunden noch, wie man hier sieht. 3 Sekunden. Okay, Pause. Dann das Ding hier. Ja, das muss ich echt hier reinschicken. Wenn ich Glück habe, geht hier alles kaputt von denen. Gut, die fliegen los. Oh, scheiße, der Schild ist wieder da. Bitte lass es durch. Fuck. Okay, das könnte ziemlich schnell vorbei sein mit diesem Schiff. Fuck. Und die Raketen werden alle abgefangen durch die Point Defense Waffen. Ja. Und der Schild hat sich schon wieder vollständig aufgeladen. Super. Nicht. Oh Mann. Wow. Ja, gegen sowas ist Point Defense halt super. Moment, repariert eigentlich auch einer von euch? Nur so aus Interesse gefragt. Ist echt nicht gut, wenn so viele nicht reparieren. Oh Mann. Aber auch mit reparieren würden wir nicht weit kommen. Wir kriegen den Schild gar nicht weg. Oha, ey. What the fuck? Und alle Soft-HP sind weg. Also ich sehe jetzt nicht, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Wir kriegen den Schild gar nicht runter. Alter. Wow. Wahrscheinlich ist der Fehler, dass das hier der erste Kampf ist. Und das Ding halt... Ja, keine Ahnung. Wir kriegen den Schild gar nicht runter. Was zum Teufel?
die Raketen. Oh. Was passiert, wenn ich hier auf SOS klicke? Nichts wahrscheinlich. Oh Mann. Und das Lockwindow brauchen wir auch nicht. Ja, es geht jetzt an unsere Hard-HP. Ach, hier ist Escape. Hm. Gut zu wissen. Schaffen wir das? Wir können, ja, wir haben kein Warp-Modul. Schade. Vielleicht repariert ihr das mal. Overload. Ach so, das ist direkt blockiert worden. Oder kaputt gemacht worden. Aber gut, dass ich das auch mal sehe hier. Escape. Gar nicht offensichtlich. Oh, es wird immer weniger. Scheiße. Und der Schild ist gerade mal... Oh Gott. 7 Punkte runter und dann ist er wieder voll geladen. Wir haben auch nichts kaputt gekriegt von denen. Ja, bringt ja nichts. Warp disabled. Hauptsache, das Raketending schießt und bringt rein gar nichts. Wow. Bzzz. An sich ist so ein Raketenwerfer ja super. Und wir haben kein Metall mehr zum Reparieren. Los, bring es zu Ende. Dadadum. Wir sind gestorben. Wir haben keinen Kampf. Was? Ships Destroyed 1? Moment, was? Aber damit ist doch das eigene Schiff gemeint, oder? 10 Planeten besucht, ein Modul gefunden, keine Kämpfe überlebt, ein Schicksalspunkt. Ja, das war dann ein kurzer Ausflug mit diesem Schiff. Wenn euch die Episode heute gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um die nächste Episode und zu sehen, welches Schiff ich als nächstes benutze, nicht zu verpassen, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.